Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ihrem Lieblingspodcast der gepflegten Unterhaltung. Mit mir zusammen begrüßen Sie heute aus den Ohrensesseln des Weltverständnisses der Gelehrte Oliver Dombrowski. Oh, ich bin der Gelehrte, danke. Und der außerordentlich Intellektuelle Paul Stehr. Hallo. Mein Name ist Florian Dietrich und ich heiße Sie herzlich willkommen zum Podcast Ihres Vertrauens. Heute geht es unter anderem um die Themen Themenschädel Thema 1, Themenschädel Thema 2, Themenschädel Thema 3 und, wenn wir richtig gut drauf sind, vielleicht sogar noch Themenschädel Thema Nummer 4. So, Freunde, wie geht's? Du meinst Skyrim-Themenkoffer. Ja. Stimmt, shit. Skyrim-Themenkoffer, stimmt, so ist es. Wir sind ja heute nicht im Office. Das ja, ist leider wahr. Ja. Wir sind zu Hause. Ich würde gerne vorher was einwerfen. Und zwar einfach nur, weil ich es persönlich total spannend fand. Ich bin heute Morgen aufgewacht und mir kam die Frage in den Sinn: Was ist das Schönste, was ihr jemals geschenkt bekommen habt? Das müsst ihr jetzt nicht beantworten, beziehungsweise da könnt ihr lange drüber nachdenken und vielleicht am Ende der Folge darauf antworten. Auf jeden Fall habe ich auf Twitter und Instagram diese Frage gestellt und habe erstaunlich interessante Antworten bekommen, weil es ein absoluter Wechsel ist zwischen Freundschaft, Liebe, Zeit mit der Familie oder materiellen Sachen. Ist jetzt egal in welcher Form, also manche sind auch Autoradio, das habe ich schon immer gewollt, oder Karten für ein Konzert finde ich auch super. Schön fand ich auch Das Kapital, also das Buch. Das ist das beste Geschenk, was ich jemals bekommen habe. Oh. Aber was ich unglaublich spannend fand, es gibt eine ganz große Masse an Leuten, die Motorräder und Roller bekommen haben und es bis heute anscheinend, also es war auch sehr, sehr verwundert, dass bis heute anscheinend deren bestes Geschenk überhaupt war. Es gibt immer Simson, Motorrad und weitere Roller, die kommen sehr häufig vor. Das fand ich sehr interessant. Das wollte ich gerade kurz zum Besten geben. Okay, cool. Dann würde ich sagen, denken wir mal ein bisschen drauf rum und kommen darauf, am Ende der Folge nochmal zu sprechen. Sehr gerne. Ja, es gibt auch eine Sache, die ich noch ganz gerne einwerfen würde, bevor wir den Themenkoffer uns machen. Ich habe dann auch noch was, dann hatte jeder was. Geil. Und zwar ein ganz kleiner Aufruf nur an all unsere Zuhörer, wobei ich der Meinung bin, dass die meisten das wahrscheinlich eh schon haben. Nur kleine Bitte von mir, installiert euch unbedingt die Corona-Warn-App der Bundesregierung. Vielen Dank. Was? Aber Oliver, die wollen unsere Daten, die stehlen Daten so. Das habe ich auf Facebook gelesen und direkt per WhatsApp weitergetragen. Oh. Und ich habe auch schon auf TikTok dagegen getanzt. Oh, aber Flo, haben wir noch Pep? Haben die noch Peps? Oh wow, der kam wirklich gut, Olli. Der kam wirklich gut. Haben wir noch Peps? Flo hat angefangen. Flo ist der Meister im Imitieren. Apropos, haben wir noch Peps? Alles, alle. Ist das der Mars? Ey, Paul, ich wollte jetzt was erzählen. Du bist voll so ein Otto geworden. Der ist ein bisschen hängen geblieben, ja? Aber ich mag den. Okay, pass auf. Vorher sind die Leute abschalten, weil sie sich denken, was zur Hölle ist mit den Leuten los? Ja, dachte ich mir heute, was zur Hölle ist mit den Leuten los? Ich bin heute Bahn gefahren und habe einen Vertrag unterschrieben, muss mich an ein Embargo halten. Also ich war heute bei einem Termin, über den ich nicht reden darf, habe etwas getan, über das ich nicht reden darf, für ein Produkt, über das ich nicht reden darf. Das ist also recht unspektakulär. Seit wann schon bei Proktologen eine NDA unterschreiben? Ja, es weiß ja, es war der es war der Abdruck für die Schoko-Ani, die ich in Zukunft verkaufen will. Ah. Jetzt musst du alles verraten. Ich bin ja mit der Bahn gefahren und bin heute zu einer Zeit mit der Bahn gefahren, wo wahnsinnig viele Schüler mit der Bahn gefahren sind. Und da habe ich mir gedacht, wow, irgendwo hat die Evolution einen Sprung gemacht oder einmal so reingekickt und sich gedacht, pass auf, ich mache auf der einen Seite einen Sprung und bei der anderen lasse ich einfach alles, wie es ist und das über Jahrzehnte. Denn mir ist aufgefallen, so die Jungs-Mädels-Gruppen, die da so zusammensaßen, ne, also so Schulfreunde, die da so zusammensaßen, ich dachte mir wirklich, holy fuacamole,
weil die Mädels wirklich alle, gerade bei dem warmen Wetter, zum Teil auf eine Art und Weise gekleidet waren, wo ich mir als Vater einer Tochter denke, okay. Das okay. Willst du nicht? Body Positivity und so. Darf ja auch jeder machen, wie er will. Trotzdem dachte ich mir, naja, vielleicht. Nee. Aber auch wirklich, also ganz ehrlich, du hättest alles. Die waren vielleicht also irgendwo in der Range 12 bis 14. Und ganz ehrlich, wäre ich Türsteher am Club, ich hätte sie reingelassen. Mhm. Okay. Ob die nun 12 oder 14 sind oder 18 oder 20, Alter, es war zum Teil nicht sichtbar. Das Geile ist, dass die Kolonne Boys in dem Abteil einfach, die sahen einfach aus wie fucking 12. Ja, Mann, das ist einfach so. Das ist einfach während so. Während die Mädels da wirklich, ja, mit ihren, da hast du genau gesehen, die hatten schon so Statement-Looks. Und du hast genau gesehen, ja. Was ist ein Statement-Look? Naja, ob du nur, weißt du doch, bist du ein bisschen goth, bist du ein bisschen punky, bist du ein bisschen. Okay. Ja, okay. Ja. Hast du wirklich so die Clique gehabt, so wirklich, also da hast du gedacht, die, weiß ich nicht, hast du gedacht, die sind so kurz vor Catwalk, also jetzt ohne Scheiß, die eine trug sogar, die war nicht älter als 13, 14, die trug dann so halbhohe Absätze und dann hattest du da Netzstrumpfhosen und alles mit bei und so super knappe, so wahnsinnig zerschlissene Jeans und so super knappe, so Hotpants-mäßige Jeans, ganz, ganz weird. Und halt wirklich, also die waren auch gestylt, Alter, wo ich mir echt dachte so, Bombe. Dann dachte ich mir, darfst du das denken? Nee, ja, ist irgendwie. Aber auf jeden Fall sahen die echt krass gut durchgestylt so aus, ne? Und auch Make-up und hast du nicht gesehen? Ich dachte mir so, ist heute irgendein Event? Ist hier irgendwo hin auf dem Weg? Ich habe mitgekriegt, so habe ich einen Kopfhörer einfach rausgenommen und habe mitgekriegt, nee, Alter, die fahren einfach nur zur Schule. Und daneben saßen halt irgendwie Tilo und Timmy im Pokémon-T-Shirt. Ich wollte gerade genau das sagen. Und früher bei uns in der Schule. Die haben sich halt einfach miteinander unterhalten, aber du hast gedacht, da sitzen zwei komplett unterschiedliche Welten und Generationen. Aber nee, die waren in derselben Klasse. War das bei euch damals in der Schule auch so? Also bei uns damals in der Schule, wir sind wie die letzten Schluppis rumgerannt. Also wirklich. Nee, never. Digga, immer den neuesten Scheiß. Okay. Also nee, also, überhaupt nicht, sondern tatsächlich einfach der Gesinnung entsprechend gekleidet. Ja, so schon eher. Aber an und für sich. Ich habe das nie so mitbekommen, dass das so einen krass offensichtlichen, in Anführungsstrichen, Entwicklungsunterschied gab. Das kam mir nicht so vor, auf keinsten. Ja, wirst du krass. Spätestens in 10 Jahren dann, 10, 11, 12 Jahren wirst du damit Bekanntschaft machen. Aber es ist auch so, also ich habe das im Kleinen erlebt, als ich heute einkaufen war und dann zurückkam und tatsächlich eine Frau lief rückwärts. Ja, und redete redete mit so zwei kleinen Jungs und ich dachte, das wäre die Mutter, die irgendwie gerade irgendwelche Anweisungen macht, dann dreht sie sich um, die war genauso alt, sie war halt nur schon zwei Köpfe größer und sah von hinten halt aus wie eine erwachsene Frau. Ah, so. Okay. Das geht manchmal schnell in dem Alter, ne? Also da ist der eine mit 13 halt schon 3-4 Jahre gefühlt weiter und der andere steckt halt noch in der Präpubertät. Aber eigentlich, Pubertät. Und es stimmt, mir ist es halt auch nicht so aufgefallen. Also wenn ich zurückdenke, denke ich auch nicht, dass es in irgendeiner Form so war. Aber ist es nicht evolutionär schon immer so gewesen eigentlich, dass Frauen früher reif waren als Männer? Ich glaube, wir müssen von dem Begriff evolutionär weg. Nein, also du weißt, wie ich das meine, aber ja, war es nicht biologisch schon immer so? Ich glaube schon, dass dieser Reifeprozess bei Mädels ein bisschen früher einsetzt als bei Jungs. Das ist ja auch so bekannt, was man halt immer. Was denn? Reifeprozess fand ich einfach nur gerade geil. Ja. Ich musste lachen über Ollis Lachen. Ja, aber nennen wir ein Synonym, aber man nennt ja. Ja, ich weiß kein besseres Wort, aber ich bin ja Whisky-nah, ich dachte so, 15 Jahre alter Jahrgang, schön. Das kannst du ja auch bei einem Mädel denken, aber dann kommst du in ganz, ganz, ganz fiese Gefilde. Da komme ich ganz schnell in Schwierigkeiten, ja. 15 Jahre Gott. Mag ich nur beim Whisky, du. Jetzt wird's schlimm. Ja, wird's cool. Schlimm. Und von dieser halbkriminellen Enttäuschung kommen wir auch noch mal zu einer halbkriminellen Entgleisung. Ich war heute Morgen, ich hatte noch ein bisschen Zeit bis zu meinem Termin, über den ich nicht sprechen darf, bei Firma, über die ich nicht sprechen darf. Hab mich noch so schön in die Nähe von der Boxhagener Straße da in so ein Café gesetzt und gefrühstückt und dachte mir so, cool.
Und dann schlurfte so ein Typ vorbei, der unheimlich laut mit sich selbst redete. Keine Ahnung, irgendwelchen satanischen Verse rückwärts. Also ohne Scheiß, er lief einfach vorbei. Er zuckte dabei immer, als würde er gegen einen wahnsinnig riesigen, unsichtbaren Moskitoschwarm kämpfen, was unheimlich amüsant war, bis ich gemerkt habe, okay, krass, der Typ ist garantiert irgendwie auf Meth oder Crack. Und machte dabei halt immer irgendwelche Geräusche. So, hilft mir! Hilft mir! Ich dachte so, okay, cool. Naja, auch wieder, auch schön mal wieder in Berlin zu sein. Ja, draußen sitzen, nice. Hat er einen falschen Tentakel genascht und ist jetzt Cthulhu-Anhänger, oder? Was ist da los, Alter? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte mir bloß so, ich halt mal so ein bisschen die Hand über meinen Teller. Ja, besser ist das. Eieiei, ich hatte heute auch einen Verrückten. Ich war im Center gewesen und plötzlich hörst du... Im Center. Ja. Wenn ich auf dem Dorf sage, ich war im Center, ja, dann ist das okay. Wenn du in Berlin sagst, du warst im Center, ja, weiß niemand, wo du warst. Ja, das ist ja auch okay. Ich war in einem Einkaufscenter. und da war es auch so, es ist ein relativ großes Einkaufscenter, 3 Stockwerke und so. Und da muss einer, also da hat einer so laut gebrüllt, irgendeinen zusammenhangslosen Quatsch, dass wirklich alle in dem Center sich plötzlich umdrehten und dachten, so, was ist denn hier los? Und dann fing der an, so wild zu kreischen. Ich habe zuerst gedacht, es ist ein Hund auf ihn angesprungen und bellt jetzt, bis mir aufgefallen ist, dass der das sein muss. Wahrscheinlich wurde er gerade von der Security abgeführt. Aber irgendwie muss das Wetter gerade nicht gut für den Geisteszustand der Menschen sein, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, dass alles aktuell nicht gut ist für den Geisteszustand der Menschen. Aber. Ja. Aber. Kommen wir zum Koffer, oder? Ja, vorher noch eine kleine Bitte. Oh, noch eine. An alle. Mich würde jetzt mal wirklich interessieren, an all die Väter, weil wir haben bestimmt schon den einen oder anderen, der auch Kinder hat, die alt genug sind. Schreibt uns gerne mal ans Reddit, wenn ihr Erfahrungen habt. Schminken sich eure Töchter oder machen sich eure Jungs irgendwie vor der Schule stundenlang zurecht? Oder nicht? Mich würde das mal interessieren. Ich kenne das von früher nicht, wenn du sagst, Flo, die waren auf dem Weg zur Schule. Ich kann mir nur vorstellen, die müssen ja vorher eine Stunde im Bad stehen und sich fertig machen, bevor es dann zur Schule losgeht. Kenne ich von früher alles nicht. Wenn ihr da. Ja, aber wenn hattest du keine Mädels in der Klasse, die total zurechtgemacht da angerückt sind? Bei uns kam immer, das ging mit 15, 16 vielleicht los oder so, aber noch nicht so früh. Ach so. Nee, es hat du willst aber, dann, du willst jetzt hatten wir in der Sek. 1 dann ab der 7., 8. Klasse auf jeden Fall auch. Davon abgesehen war es bei uns an der Schule aber auch, es gab auch eine gewisse Kleiderordnung. Also die Mädels durften da auch gar nicht freizügig rumrennen oder so. Da gab es sofort auf den Deckel und ja, wirklich. Also es war jetzt keine christliche Schule oder so, im Gegenteil, es war im tiefsten Neukölln. Würde mich einfach mal interessieren. Falls ihr da Erfahrungen habt als Eltern oder so, schreibt uns gerne mal zu Reddit. Finde ich persönlich ganz spannend. Kommen wir zum guten Skyrim-Koffer. Okay. So, ich öffne ihn für die Kamera. Präsentation, warte mal, ich muss erst den Verschlussmechanismus öffnen von diesem hochwertigen Koffer. So. Klingt so krass nach Stullendosenblech. Ja. Das ist eine Stullendose. Ich glaube, das ist eine Skyrim-Stullendose. So, ich mische. Einer sagt Stopp. Ja, das ist ein Zettel. So. Das ist ein großer Zettel, auf dem sehr viel draufsteht. Oh, spannendes Thema. Da steht, welchen Laden würdest du öffnen? Ja, ich hatte doch schon über meine Bar mit Boxkeller gesprochen. Ja, stimmt, aber auch nur kurz angerissen, oder? Nee, das war relativ ausführlich. Aber ich mache auch noch einen zweiten auf. Fangt ihr mal an, ich überlege mir schnell was. Also ich habe ja auch eine Bar, über die kann ich nicht sprechen, weil die Idee ist einfach viel zu gut, dass wir die, also ich werde die tatsächlich irgendwann umsetzen. Ja? Okay. Und ansonsten, mir wird ja immer gesagt, Gastronomie ist das Schlimmste überhaupt und genau deswegen würde ich das gerne machen. Also generell. Erfahren, ob's so ist. Also ja, ich wäre auch total bereit, aber es kommt halt auch drauf an. Ich könnte mir zum Beispiel auch in der Kombination hier, könnte ich mir auch ein Restaurant vorstellen. Also ich meine in unserer Dreierkombination. Ich muss ja nicht kochen. Ich bin ja nur da vorne und ich mache den Restaurantleiter und begrüße die Leute und fertig. Das ist mein Job. Das finde ich gut. Das kann ich machen. Du bist quasi front of the house. Ja.
wie man so schön sagt. Was es in Deutschland ja gar nicht so gibt, ne? Dieses typische amerikanische Front of the House gibt es in Deutschland nicht, oder? Doch, das gibt's schon, aber in denen, also ich sag mal, wir kommen nicht in so ein Restaurant. Ja. Paul vielleicht. Du und ich nicht, Olli. Okay. Ja, Paul, welchen Teil der Gastronomie, also hast du da bestimmte Wünsche, was die Gastronomie angeht? Also jetzt, nee, wenn, dann sollte es schon tatsächlich oder? Ein richtiger Laden sein. Okay. Also, ja. Ich meine, wie gesagt, eine Bar mache ich auf jeden Fall, auch wenn meine Frau mich dafür hasst, weil sie sagt, jedes Mal ist es egal, wie gut die Idee ist, das wird nichts. Du darfst nicht. Ja? Okay. Aber, also jetzt nicht so schlimm, ja. Aber mache ich und über die rede ich halt nicht. Und ein Restaurant würde ich auch noch machen. Mit euch. Finde ich, also Restaurant wäre ich dabei. Restaurant finde ich gut. Machen wir dann auch so einen gescheiterten Versuch, dass wir sowas machen, wo die Leute immer nur das zahlen, was es ihnen wert ist. Und dann gehen wir pleite nach anderthalb Monaten, weil die Menschheit doch nicht gut ist. Also genau, sonst hätte ich ja schon eine Bar oder ein Restaurant. Ich muss natürlich ehrlicherweise dazu sagen, dass all diese Sachen darauf abzielen, dass ich nicht unbedingt auf Umsatz angewiesen bin. Sondern ich möchte so einen Laden aufmachen, ohne Existenzängste zu haben. Ey, das ist natürlich immer die beste Voraussetzung, ne? Ich lass einfach unser Restaurant so schlecht führen, dass Frank Rosin kommen muss, um uns zu retten. Ja. Und wenn er dann da ist, fragen wir ihn, ob er Bock hat, auf eine Folge Copy and Taste mitzumachen. Nice. Und dann nennen wir sie auch, weil sie so geführt wird, nennen wir sie unhaltbar. Ja, finde ich gut. Sehr schön. Nein, ich möchte aber nicht, dass es pleite geht. Nee. Das ist ja nur nach außen, um an Frank Rosin ranzukommen. Genau. Okay. Das ist der einzige. Und wenn wir das in 10 Jahren dann wirklich wie machen und Frank Rosin vorbeikommt. Immer wir jetzt an Frank Rosin. Ja. Wie kommst du darauf? Ich weiß auch nicht, Olli. Der Restauranttester, hallo? Ja, Ollis Kopf macht er. Ollis Kopf ist einfach nur wieder voll mit Holo Bolo. Ja, Holo Bolo, Alter. Ich sag, der Hexenhäuschen-Liebe geht raus immer. Das war das Beste. Alter. Holo Bolo war richtig gut. Ich würde tatsächlich, und das ist eine Idee, die mir auch schon sehr lange im Kopf rumschwirrt, nur leider weiß ich, dass sie nie in der heutigen Zeit, wenn man es nicht wirklich 100% richtig anstellt, von Erfolg gekrönt sein wird, weil es auch schon viel zu viele gescheiterte Versuche gab, ist eine Arcade-Bar. Ich würde super gerne eine richtig schön urtypische Arcade-Bar aufmachen. Das Problem ist bloß, dass heute Leute Arcades öffnen, nur mit dem Sinn und Zweck, dass es dort Arcades gibt. Und das funktioniert für sich alleine genommen nicht, weil Arcade war meiner Meinung nach immer ein Zusatzgeschäft für bereits bestehende Läden. Und das vergessen die Leute immer. Also ich glaube, du brauchst ein gutes Bargeschäft, was auch Arcades hat, zum Beispiel. Dann kann das funktionieren. Da hätte ich mega Bock drauf. Also ich mag ja sowieso. Insgeheim liebe ich Publikumsverkehr. Am Publikumsverkehr arbeiten hat mir immer super viel Spaß gemacht. Mache ich total gerne. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich da morgens aufstehe und motiviert für bin. Auch wenn es halt, wie gesagt, ein fester Job ist und ich eigentlich alle Vorteile der Selbstständigkeit genieße. Aber das wäre was ich mir echt vorstellen kann. Was ich mir auch, glaube ich, insgeheim so ein bisschen wünsche. So, das wäre mein persönliches. So eine Flipper-Arcade-Bar. Ne, es ist nicht, also ja, nicht primär Gastro. Also weniger jetzt restauranttechnisch, sondern tatsächlich eher schon Richtung, naja, wobei Bar ist ja auch Gastro. Ja, deswegen. So, ja, also weniger Restaurant-Gastro, sondern mehr Bar-Gastro. Aber ja, mit einem coolen Konzept dahinter, sodass es auch Sinn macht, halt da die Arcades zu integrieren. Ich hab zweierlei Pläne. Einmal gerne sowas, wo man den Leuten so ein bisschen aus dem Alltag hilft. Also ich hätte halt voll Bock auf eine Shooting Range, aber aus Gründen der politischen Korrektheit sage ich das jetzt eher nicht. Aber ich hätte schon gerne sowas, wo Leute hinkommen und danach geht's ihnen besser. Ja. Und zwar, also Shooting Range kann da durchaus helfen, so ist nicht. Aber ich glaube dann eher sowas, wo man so auf verschiedenste Arten und Weisen eben nicht nur die Shooting Range drin hat, sondern auf verschiedenste Art und Weise anbietet, dass Menschen ihre blinde Zerstörungswut ausleben können. Also zum Beispiel so ein voll eingerichtetes Büroabteil, wo du dann mit Vorschlaghammer, Baseballschläger oder was auch immer einmal rein darfst und du darfst 30 Minuten dich so dermaßen austoben und alles zerdreschen, was da ist. Das, sowas gibt's ja auch zum Teil schon. Crash, ja. Oder eben ein Auto oder sonst was halt, ne? Oder so, keine Ahnung. Dann gibt's die Deluxe-Angebote, da darfst du dann einmal zum Beispiel
das so einrichten lassen wie das Schlafzimmer deiner Ex oder irgendwie sowas. Ja, dann, dann gibt's so Deluxe-Specials. Oder halt, ja, solche Sachen. Finde ich ganz spannend. Aber worauf ich ehrlich gesagt richtig Bock hätte, wäre so ein super gechilltes Ding. Und jetzt habe ich so rumüberlegt, so Surfbretter verkaufen, nicht das richtige Publikum, Longboards verkaufen, na, der Hype ist so ein bisschen abgeebbt. Aber worauf ich total Bock hätte, ohne Scheiß, weil ich damit mich jetzt so ein bisschen beschäftigt hatte, aus Gründen, wäre so eine Custom-Fahrradschmiede für Fahrräder und E-Bikes. Hm. Und zwar Custom so sehr, dass man die umbaut. Hatte ich euch schon mal gezeigt, wie sowas aussehen kann. Dass man die so umbaut, wirklich, dass sie aussehen wie so Chopper, wie so Motorräder, so Cruiser und sowas halt alles. Ja, ja, ja. Also kenn ich, hab ich schon mal völlig gesehen, sowas. Abgefahrene E-Bikes bauen. So richtig handmade, richtig so custom für jeden irgendwie angepasst. Von der Schraube, die auf den Ventilen ist, also von der Ventilkappe bis hin zu den Speichen, bis hin zu, hast du nicht gesehen, Rahmen und Lenkrad und Sattel dann richtig geil, so bestickt mit so Lederapplikationen und hast du nicht gesehen. Und halt sowas, was so man aus den ganzen Ami-TV-Shows kennt, was sie so mit Motorrädern anstellen, sowas halt mit Fahrrädern. Und vor allen Dingen mit E-Bikes, um jetzt den Hype so richtig mitzunehmen. Da hätte ich Bock. Sowas wäre geil, weil das klingt für mich auch so coole Crew, halbwegs auch so halbwegs chillig, richtig arschteuer halt verkaufen, weil das alles Einzelanfertigungen sind, sodass du nur 3-4 von den Dingern im Monat überhaupt bearbeiten musst. Super, klingt nach einem guten Plan. Also quasi, wir machen in Berlin einfach Westside Customs. Ja, genau, wir machen East Mall Customs auf, Alter. Ja, das finde ich und gut. In jedem Fahrrad ist so ein Knopf, da kannst du draufdrücken und dann ich rolle mit meinen Besten und das kommt einfach aus irgendeiner Box. Ja, ja, und dann wird so ein GPS-Tracker aktiviert und dann kommen noch zwei Fahrradfahrer angefahren, die sich so links und rechts von dir positionieren. Premium-Service. Ja, absolut. Egal wo. Die kann man mieten, die fahren immer links und rechts so leicht versetzt hinter dir her. Hatte ich gestern erst mit jemandem drüber gesprochen, über die Idee, der diese Hanteln so cool findet, die wir ja auch im Büro haben, wo du das so umstecken kannst und dann ist das Gewicht schon dran. Da meinte ich so, der nächste Schritt wäre eigentlich, Hanteln zu verkaufen, wo der Mensch, der sie stemmt, direkt mit dabei ist. Da brauchst du noch zugucken. Ist auch gut. Was? Olli killt den USP jeder Hantel, aber okay. Na, kommt drauf an, ne? Es gibt vielleicht auch Leute, die hätten dann gerne den oder die Bodybuilderin dazu. Builderin. Ich hätte gern ein Bodybuilderin für zu Hause, bitte. So sieht's aus. Ja, finde ich also gut. Also einen Laden machen wir ja auf, kann ich euch ja sagen. Ne? Bin jetzt auch übelst hyped, was Pauls Gastro-Idee angeht. Das müssen wir heute noch festmachen. Ja, warum hast du den Koffer auf dem Kopf? Ach so, ist schon wieder weg. Alles gut. Jetzt ist es ein Koffer. Und wir machen ja unseren Foodtruck. Wir machen ja noch unseren Foodtruck. Das heißt, ein Hauch von eigenem Laden eröffnen werden wir ja in schmecken. Wir werden es kosten. In absehbarer Zeit schmecken. Okay, ich mische. Ja, ich bin bereit. Stopp. Da, zwischen Daumen und Mittelfinger steckte dieser winzig kleine Zettel, den ich jetzt öffne, auf dem. Wenn das jetzt auch noch so ein Thema ist, wäre richtig. Das, auf dem das Wort Socken steht. Oh, schön. Socken ist ein gutes Thema. Ja, Jungs, zeigt her eure Socken. Ich hab. Ist jetzt für einen Podcast nicht so spannend, Olli. Oh, da ist ein bisschen Schmutz. Du musst Schmutz sie beschreiben, Olli. Beschreib sie. Machen. Jetzt sieht man auch, dass ich in Boxershorts Podcast aufnehme. Ich habe ganz normale graue Sneakersocken an. Ich habe heute auch, einfach weil ich sehr flache Schuhe trug, nur simple schwarze Sneakersocken an. Aber ich bin ja, und da sind wir wieder beim Thema Statement Apparel, ich bin ja ein großer Fan von Socken richtig hochziehen, damit man die Motive erkennt, weil ich finde Motivsocken so geil, die halt, finde ich auch ein sehr, nicht verschmähtes, aber ein sehr, ich sag mal, ihnen gebührt nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben als Accessoire. Außer okay. Du bist in Neukölln der 90er Jahre unterwegs. Nee, außer du bist einfach in Berlin des heutigen Jahres unterwegs und siehst zum Beispiel mich. Zieh mich immer noch so richtig schön Sneaker an, dann schön, boom, Socken hochgezogen, das Alter, ja. Und dann
Ich meine die kurze Hose dazu. Die jungen Leute, die früher immer sich die Socken über die Jeans gezogen haben. Ach ja, die ganzen Pelle-Pelle-Spassos. Ja, ja. Super. Das war schön. Nee, aber ganz ehrlich, ich liebe richtig geile, und es gibt so geile Motivsocken, wo du dann so alte Filme, also so eine Hommage an alte Filme hast, Serien oder Videospiele oder so. Und wichtig, Socken immer passend, entweder zum T-Shirt-Motiv, wenn es farblich auffällig ist, oder Socken passend zum Basecap. Das ist meine, ja, da, das lässt meine Credibility einfach, das lässt sie zu. Ich muss ja gleich gestehen, das Thema Socken haben wir mit reingenommen, weil wir haben euch ja so ein bisschen herausgefordert und gesagt, schickt uns bitte Themen, egal wie absurd, wir reden über alles. Und das ist jetzt ja auch der Beweis, wir reden über Socken. Wieso? Über Socken zu reden macht voll Sinn, Alter. Socken ja, werden viel. Alter, ich habe den letzten Satz schon nicht hingekriegt, weil mir ein Wort nicht einfällt. Viel zu wenig gewertschätzt? Ja, nee. Ein schönes Adjektiv fällt mir irgendwann rein. Jedenfalls, ich habe Batman-Socken, die hinten einen Cape dran haben. Die sind ziemlich awesome, finde nice. Ich. Das ist ziemlich wirklich nice. Geil. Das wäre mir vielleicht ein bisschen too much für den Alltag, aber prinzipiell geil. Ja, ist so, ich habe die bei Loot für die Welt zum Beispiel einfach angehabt. Die sind wenig praktikabel, nice. Aber wenn du halt ein bisschen hier so jetzt ein bisschen angeben willst mit deinen geilen Socken, dann ist auf jeden Fall, dafür sind die da. Nee, ansonsten trage ich hauptsächlich Sneakersocken. Ich mag das. Ich mag es nicht so sehr, weil ich mag es nicht, wenn die Socken runterrutschen. Aber habe auch ein paar coole Sockenmotive. Ich habe teilweise Sesamstraße-Socken, die ziemlich cool sind. Das klingt jetzt sehr viel uncooler, als es eigentlich ist. Aber da sind coole Motive bei. Aber ich glaube, deine Street Fighter-Socken schlägt niemand, Flo. Das, ja. Aber mal im Ernst, du hast Socken, die dir, wenn du sie hochziehst, runterrutschen? Ja, doch schon, ja. How that even possible? Ist das Gummi ausgeleiert? Ja, oder wahrscheinlich. Was auch immer, ich will ein paar Mal waschen mittlerweile der Gummi nicht mehr so. Aber ich trage halt am liebsten Sneakersocken. Einfach, ich hole mir da immer welche. Ich will jetzt die Marke nicht nennen, aber es gibt so eine Firma, die stellt die her. Die haben noch mal so bestimmte Bereiche, die extra gepolstert sind, weil sonst Socken bei mir nicht länger als maximum ein halbes Jahr überleben. Ich muss irgendwie so ein Hackenläufer sein. Ich kriege sofort, wenn ich so günstigere Socken habe, die gehen sofort an den Hacken kaputt. Keine Chance. Ich habe ähnlich viele Paar Socken wie Basecaps, deswegen halten die sich bei mir ewig, weil ich nicht dazu komme, sie mehrmals im Monat anzuziehen. Ja, also das geht mir genauso, aber ich bin halt der langweilige Sockenträger der Runde. Ich habe schwarze Anzugsocken und zwar ungefähr 50. Das war's. Aber es ist doch geil, das ist diese Steve Jobs und Mark Zuckerberg Methode. Du greifst rein und weißt, du hast genau das in der Hand, was du anziehen wolltest. Ja, und ich bin clever. Drei selbstgestrickte, also nicht von mir selbst gestrickt, aber Wintersocken, so dicke. Todesfallen. Ah, nice. Absolute Todesfallen. Auf Parkett die absoluten Todesfallen. Selbstgestrickte so. Baumwollsocken. Ey, wenn du da nicht aufpasst, kannst du sie so hinpacken. Ich lebe auf Parkett. Oder du machst einfach in jeden Raum, in den du reinkommst, wieder den Tom Cruise. Ja, das ist natürlich auch nicht. Dass du da so reingeslidet kommst. Ja. Welcher Film war das? Egal. Ich weiß aber, was die Szene du meinst. Jetzt triggerst du Leute. Nee. Das war jetzt aber hier kein RIP-Headphone-Users, egal. Ja, das stimmt. Würdet ihr mir zustimmen, wenn ihr sagt, wenn eine Socke ein Loch, also man, vielleicht kennt der eine oder andere das von früher von zu Hause, wenn eine Socke ein Loch hat und genäht wird, kann man die effektiv nicht mehr tragen, weil es einem einfach des Todes auf den Sack geht. Was nochmal bitte? Wenn das Loch gestopft wird, so hat meine Mutter früher öfters mal gemacht. Wenn Socken dann halt einfach kaputt waren, wurden die halt genäht, bevor du neue kaufst. So. Generation. Sockenstopfen. Und das ist halt einfach des Todes nervig. Ich habe die nicht gerne getragen, weil ich finde, diese Naht einfach super nervig ist. Naja, weil die Füße halt so super sensibel darauf reagieren, wenn da irgendwas anderes ist. Das ist genauso wie wenn du dir irgendwie auf die Lippe beißt oder so oder hast irgendwas im Mundraum und das fühlt sich so krass an, du kannst nicht aufhören, daran mit der Zunge rumzupulen. Genau. Und bei den Füßen ist es ja auch so, dass wenn du irgendeine Veränderung in der gewohnten Struktur hast, kriegst du das ja sofort mit. Ich bin ja schon froh, dass unser Hirn in der Lage ist, Socken einfach auszublenden. Finde ich eine grandiose Leistung des menschlichen Gehirns. Dass du nicht die ganze Zeit denkst, oh, ich habe da irgendwelches Textil, das meine Zehen einsperrt.
Nee, du blendest die ja einfach aus. Jetzt habe ich gerade genau dieses Problem. Ja, schön, jetzt habe ich drauf angesprochen, jetzt ist es natürlich. Ja. Meine Füße fühlen sich plötzlich so beengt. Olli, um deine Frage zu beantworten, ich kann mich dunkel dran erinnern, aber tatsächlich ist es inzwischen so Loch winzig ist gut, Loch größer ist Müll. Also, so. Würde ich zustimmen. Könnt ihr Leute verstehen, die so einen Sockenfetisch haben? Die so riechen an Socken, an benutzten Socken und sowas? Ich finde für viele Fetische habe ich auch einfach Verständnis und das ist für mich schon klar so, aber Socken finde ich irgendwie weird, weil die haben nichts, was ich mit so einer. Ich finde jetzt Füße partout, ich finde Füße cool, die können niedlich sein oder sonst was, das ist mir relativ egal, Füße sind mir nicht so wahnsinnig wichtig, aber ich finde Füße haben jetzt nichts. Ist wahrscheinlich auch was, worüber man bei einem Fetisch nicht diskutieren kann, überlege ich auch gerade, macht Sinn. Aber die haben für mich partout nichts, was ich jetzt irgendwie erotisch finden würde, finde ich ganz komisch. Aber ich kenne tatsächlich, ich komme nur drauf, weil ich von ganz vielen Kolleginnen, immer wieder, die dann mal so ein paar Nachrichten zeigen, die sie geschickt kriegen, auch sau oft. Ja, Mann. Die werden öfter nach getragenen Socken gefragt, als nach getragener Unterwäsche. Kein Scheiß. Die Frage ist, ob da nicht der direkte Fußfetisch eine große Rolle spielt. Ja, total. Also, dass sie das damit natürlich verbinden, anstatt natürlich, dass es ein Sockenfetisch ist. Ne? Natürlich würde das. Aber ich verstehe es auch nicht. Ja, gut, doch. Der muss ja dann alles andere wirklich überwiegen. Ja. Finde ich seltsam. Ich finde es relativ seltsam, einfach jemanden anzuschreiben, ey, kannst du mir deine Socken verkaufen? Das finde ich ist schon. Ja, gut. Theoretisch, wenn mir das jemand schreiben würde, ich würde wahrscheinlich die Chance nutzen. Du, easy, kommt auf den Preis an. Ja, genau. Also aber uns Männern kannst du doch bekanntlich auch einfach mit völlig anderen Sachen kommen. Das ist wieder ein völlig anderes Thema. Aber das ist auch ein ganz bescheuertes Thema, weil es für uns einfach keine alltägliche Erniedrigung gibt. Richtig, ist auch Quatsch, ist Bullshit. Wir können das halt jetzt einfach so sagen. Nee. Aber prinzipiell kommt halt auf den Preis an. Ich habe hab das mal miterlebt, da war ich auf dem Mobile Gaming Festival in Hamburg, glaube ich. Und da war ich, habe ich die Farbenfuchs getroffen. So, die war da auch gewesen. Und die lief da am Cosplay rum und war barfuß gewesen. Und irgendwann, wir standen halt rum und haben miteinander gequatscht. Und es war immer wieder dieser Typ da, der sie gefragt hat, ob er Fotos von ihren Füßen machen darf. So, es war dann auch relativ schnell klar, okay, da rennt halt einfach ein Fußfetischist rum. Und auch da war ich schon so, dachte mir so, wow, ey, wie krass bist du drauf, wenn du auf so einer Messe rumrennst und eine Frau danach fragst, nur ihre Füße fotografieren. So, weil ich bin da genau wie du, Flo. Ich komme irgendwie auf diesen Fußfetisch und gerne an Socken riechen und sowas, steige ich nicht hinter. Aber das ist nun mal so bei Fetischen. Aber wir waren zum Beispiel hier bei Maniküre und Pediküre und die Frau hat tatsächlich zu meiner Frau gesagt, mit ihren Füßen, da kenne ich aber den einen oder anderen, da würden sie 6.000 bis 8.000 Euro im Monat verdienen mit den Füßen. Wirklich? Ja. Alles klar, kommen wir noch mal kurz auf das Thema Socken zurück. Warte mal, also Freunde, ich betone noch mal. Ich betone noch mal, kommt auf den Preis an. Übrigens. Paul gerade gesagt hat, ist eine super Spanne, ich bin dabei, schreibt mich an. Nee, es war tatsächlich mit also ganz, ganz ekligem Kinky-Kram, auch mit Fäkalien und so einem Gedöns. Nee. Okay, deswegen, pass auf, ohne ganz ekligen Kinky-Kram, halbe Preis. Halbe Preis. Ja. Das letzte Preis. Was kostet, wenn du vorher zwei Wochen nur Trockenobst isst? Okay, Themenwechsel. Themenwechsel Alert. Pass auf, die muss ich. Es gibt ein Buch über eine Prostituierte. Sehr, sehr spannendes Buch auch. Und die hat unter anderem solche Dienstleistungen angeboten. Eben auch solche, ich sag mal, Kaviar-Spielereien. Und da gab es Kunden, die durften sich dann quasi Geschmacksrichtungen aussuchen. Und dann fing sie an, also zum Beispiel Pflaume, und dann hat sie zwei What Wochen lang nur Trockenobstpflaume gegessen. Ach komm, ey. Ist kein Spaß, denke ich mir nicht aus.
Ja, aber es, das Leben der Olivia heißt das Buch. Genau. Und ihr könnt meine Zeit von YouTube. In der Beschreibung. Olivia mein, D. Mein Weg aus der Kaviarhölle. Oh Gott, Alter, ganz ehrlich. Oh, sehr schön. Ja, ich würde sagen, es wird nochmal Zeit, hier in den Koffer zu schauen. Ja, du kannst selber nicht stoppen. Assoziationskette, ne? Irgendwie endet es dann doch immer bei Hitler oder Kot. So. Ich wühle. Das ist aber nur deine. Das ist eine goldene Regel der Assoziationsketten. Es endet Moment, immer bei Sex, ich bin schuld. Fäkalien oder Nationalsozialismus. Das ist einfach so. Vergiss, ich bin schuld. Es gibt übrigens, ist jetzt kein Scheiß, ich muss das mal kurz nebenher googeln, damit ich euch das direkt sagen kann. Es gibt tatsächlich eine wissenschaftliche Hypothese, dass umso länger eine Diskussion dauert, exponentiell die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du irgendwann bei Hitler anlangst. Genau, ja. Das ist genau das, was ich auch habe ich schon öfters gehört. Es ist absurd, ne? Also ich meine, es sind die drei Sachen. Es ist Sex, Fäkalien oder Nationalsozialismus. Das sind auch die Sachen, die ich so gehört habe. Ja, genau. Hier, das ist Goodwin's Law, heißt das. Goodwin's Law, genau, ja, stimmt. Ja. Goodwin's Law, die Präsenz Hitlers in der Diskussionskultur. Ja, also. Spannend. Tatsächlich, das besagt tatsächlich, dass umso länger man diskutiert, irgendwann kommst du bei Hitler raus. Ja. Finde ich nicht okay. Ich finde, dagegen sollte man angehen. Was wäre denn ein guter Konsens, bei dem man immer enden sollte? Socken. Aber ist es nicht ein guter also wenn ich, jetzt kommt es natürlich darauf an, wie man da ankommt. Nein, ich möchte das okay. Nicht weiter unterstützen, dass man am Ende immer wieder über den Nationalsozialismus diskutiert. Ich möchte, dass der einfach komplett indiskutabel verurteilt wird, wir dafür aber das ablösen und jetzt mal immer, wenn man diskutiert, bei was Positivem rauskommt. Das ist auch total witzig, weil stellt euch mal vor, ihr fangt eine Diskussion an. Und egal wie ernst das Thema ist, ihr fangt einfach so an, so Bit für Bit für Bit für Bit für Bit in der Diskussion dann schon gezielt die Themen irgendwo hinzulenken, dass ihr am Ende bei sauren Gummibärchen rauskommt. Wild was? Nee, wie heißen die Wasserschweinchen, die jedes Tier. Oh, Kapibaras. Nee. Ja. Also doch, aber Kapibaras vertragen sich mit jedem Tierchen. Aber wie heißen diese australischen Mininagetiere, die immer in die Kamera lächeln? Die haben doch auch so einen lustigen Namen. Das sind doch die Kapibaras. Nee, das sind Quokkas oder so. Quokkas, genau. Ja, genau. Quokkas sind. Ich finde, genau. Man sollte am Ende immer bei Kapibaras und Quokkas ankommen. Was waren die Tiere, die ihre eigenen, bei Gefahr ihre eigenen Jungtiere wegschmeißen? Das waren Wombats, oder? Ich habe keine Ahnung, Alter. Wir wollten bei positiven Sachen landen, nicht bei. Es gibt diese Tiere, die, wenn Gefahr im Vollzug ist, nehmen die ihre Jungtiere aus dem Beutel und schmeißen die der Gefahr entgegen. Ich weiß nicht, ob das nur eine Urban Legend ist, keine Ahnung. Ich habe das gehört, ja, keine Ahnung. Ich habe noch keinen Wombat kennengelernt. Ich habe das gehört. Das Quelle. Ich habe das gehört. Ja. Quelle Internet. Freunde. Schön ist auch immer die Formulierung, du weißt immer schon, dass alles vorbei ist, wenn die Formulierung kommt, ich meine das mal gehört zu haben. Ja. Das ist noch besser. Muss man wissen. Verifiziert as fuck. Ja. Muss man wissen. Stopp! Da ist er. Es ist ein Junge. Ich bin so gespannt. Wow. Es ist ein Wort. Flo durfte das gefallen. Das Wort lautet Autos. Da erinnere ich mich aber ganz kurz an den Reddit-Post noch dazu. Da stand dabei, dass es tatsächlich auch das Interesse an unseren Autos und den alten dazugehörigen und soll so weiter ist. Ja, Olli, du kannst anfangen und kannst ja zum Beispiel aber auch das mit einbringen, indem du rumgefahren wirst. Tatsächlich stehe ich zwar nicht im Fahrzeugschein, aber ich bezahle es mit, deswegen ist es tendenziell mit meins. Und das Lustige daran ist, ich hatte neulich mit jemandem schon drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ob es einer von euch war, ich könnte dir nicht die Marke sagen des Autos, in dem wir fahren, das wir besitzen. Ich interessiere mich schon ein bisschen für Autos, aber so oberflächlich im privaten Leben, so, weil ich auch keine Berührungspunkte damit habe, dass ich auf sowas auch nicht achte. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also nicht mal die Marke? Nee. Ja, aber ich komme jetzt auch nicht drauf, genau was Olli fährt. Ich glaube, Olli nicht, aber Anne fährt. Also auf jeden Fall ist es irgendein Fernostfabrikat. Nee,
Also wir fahren, glaube ich, also ich glaube, wenn ich ganz angestrengt drüber nachdenke, ist es, glaube ich, ein Renault Clio, wenn ich mich neuer oder ein Seat Ibiza, ich weiß nicht, eins von beiden. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich dachte aber ehrlich neun. Gesagt, okay, ich dachte an irgendwas sehr Ähnliches. Ich dachte irgendwie an so eine, ich dachte an irgendwas Toyota Mazda-mäßiges, auch in der Größe. Anne hatte mal, und das ist ein total niedliches Auto gewesen, weil die so ein bisschen an den Mini angelegt sind. Sie hat Alter, mal einen zum Treffis gefahren. Das Ding war nicht niedlich, das Ding war furchtbar. Der ist ganz geil, ehrlich, Alter. Das Ding war richtig. Nee, Alter, der ist nicht geil gewesen. Für die Stadt war der Shit. Du hast jedes Mal überall einen Parkplatz bekommen. Der war, dadurch, dass er nichts wiegt, immer schnell vom Fleck. Also an der Ampel hat sie jeden abgehangen. Das war echt ganz geil. Also der Herzog Travis hatte schon echt Spaß gemacht. Der alte Mythos, dass du an der Ampel jeden abhängst, nur weil deine Karre 900 Kilo wiegt, das bringt dir aber mit 48 PS auch nichts, Alter. Naja. Ich sage, ich würde dich kriegen. Ja, natürlich, ja, wenn du es drauf anlegst, klar. Ja. Natürlich, keine Frage. Ja, jeden Müllwagen, der neben uns stand, haben wir. Ich sage auch, ich würde dich kriegen und danach müsste ich tanken. Das wäre wahrscheinlich. Nee, mein allererstes Auto in dem Sinne, bei dem ich tatsächlich mal ans Steuer durfte, gut, abgesehen von dem Firmenwagen damals von meinem Vater, ein Transporter, ein alter VW-Transporter, ist ein, ich glaube, 87 oder 88er Baujahr, Seat Ibiza gewesen. So richtig alter. Den durfte ich dann noch selber fahren. Das war das erste Auto meines besten Freundes. Mit dem bin ich so hinten am Campingplatz, sind wir da mal so hinten die Feldwege und so. Da durfte ich Auto fahren lernen. Also ich kann ja Auto fahren, ich darf es nur nicht. Ich glaube nicht, dass du Auto fahren kannst. Das glaube ich auch nicht. Lass mich in dein Auto reinsetzen, zeige ich dir. Ich bin erst am Wochenende wieder mit dem Auto von meinem besten Freund gefahren. Ja, und dann fahr mal über einen großen Stern und dann fahr mal über den Kreisverkehr am Arc de Triomphe oder irgendwas. Ja, okay, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen speziell. Oder fahr mal durch eine verkehrsberuhigte Zone. Dass du gerade ausfahren kannst, glaube ich dir. Ich kann auch um die Ecke fahren, ich kann auch einen Schaltwagen bedienen und darum geht's ja gerade. Also ich kann in ein Auto einsteigen, ich kann starten, ich kann es bewegen. Also am Autofahren ist das allerkleinste Problem die Mechanik des Autofahrens an sich. Naja, nicht für jedermann. Also, aber auch Straßenverkehrsordnung. Ich meine, ich bin jetzt seit, weiß nicht wie vielen Jahren Beifahrer. Auch das kriege ich auf die Kette. Ich darf es halt nur nicht. Ja, ist ja auch vernünftig, dass man da vorher eine Prüfung absolviert, die ein bisschen mehr ist als einmal über einen Parkplatz fahren, wie in den USA. Zum Glück. Aber dieser Hass von Führerscheinbesitzern gegenüber Leuten, die keinen Führerschein haben. Nein, gar nicht. Das war ein Hass gegen die USA-Fahrprüfung. Erstens das und zweitens finde ich schon ein bisschen vermessen zu sagen, also ich habe nie einen Führerschein gemacht, aber wenn du mich jetzt ins Auto setzt, ich fahre dir durch Berlin halt, da ist überhaupt kein Problem. 10 Jahre Beifahrererfahrung. Habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, Die Frage ist, wir definieren, ich kann Auto fahren komplett anders. Ja, genau. Glaube ich auch. Das also in einer Gefahrensituation zu reagieren wie jemand, der 15 Jahre und länger seinen Führerschein hat, traue ich dir nicht zu. Da habe ich auch nicht gesagt, dass ich das kann. Deswegen meinen wir ja, wir definieren Autofahren können anders. Also so. Verstehe. Aber übrigens, um dir noch eine reinzuwürgen, Olli. Sehr schön. nur weil du es bezahlst, aber wenn du nicht im Fahrzeugbrief stehst, ist es nicht in irgendeiner Form deins. Das habe ich ja gesagt. Ja. Ich habe gesagt, aber ich stehe nicht im Fahrzeugbrief, aber ich zahle es. Ja, aber da verstehe ich Olli schon. Ja, verstehe ich auch, ja, ich weiß, das war jetzt auch ein Scherz. Ja, ja, aber ja, du hast ja extra angekündigt, um ihn noch eine reinzuwürgen. Ja. Nee, aber das macht schon Sinn. Ja, ich weiß nicht. Ich habe, also mein erstes Auto, was ich jemals hatte, vermisse ich halt gar nicht. Aber das hatte ich halt auch nur 3,5 Monate. Es war ein, hatte ich ja schon mal gesagt, ein Opel C-Corsa. Und da bleibe ich immer hängen an den berühmten 48 PS. Deswegen weiß ich 48 PS und an der Ampel abziehen, auch egal wie klein das Auto ist, passt nicht so richtig zusammen. Ja, von 0 auf 100 in nur 14,6 Sekunden. Wow. Also, wenn es mal reicht, um ehrlich zu sein. Das wäre jetzt bei Minuten gewesen wahrscheinlich. Aber. Das Ding war schon echt speziell. Es war auch, aber dafür hat es auch nur 300 € gekostet, muss man dazu sagen. Also, es war schon in Ordnung. Ja. Also mein erstes vermisse ich tatsächlich sehr. Das war ein Golf 1 Cabrio. Ja, das ist auch ein Traumauto, muss und ich sagen. Und das war ein fantastisches Traumauto. Leider ist nur die Wasserkühlung kaputt gegangen. Das war das Einzige. Und ich habe so lange am Leben gehalten, ich hatte tatsächlich immer literweise Wasser hinten. Weil ich komme mir die Reparatur, ich habe es einmal reparieren lassen.
Das hat aber nicht lange gehalten. Das war schon scheiße teuer. Und dann hatte ich einfach immer Wasser dabei. Und immer, wenn ich so gemerkt habe, oh, das wird ein bisschen heiß, bin ich an den Rand gefahren und habe neu Wasser reingekippt, weil es lief einfach unten raus im Endeffekt, das Wasser. Also eigentlich war es nicht mehr so, war nicht mehr so gut. Aber dann konntest du weiterfahren. Und einmal ganz schlimm ist mir es in den Kasseler Bergen passiert, tatsächlich bei Stau. Also da ging dann gar nichts mehr und dann habe ich auch mein ganzes Wasser verbraucht und dann habe ich tatsächlich, zum Glück war Stau, konnte ich rumlaufen und habe Leute nach Wasser gefragt und habe dann Wasser von denen bekommen und hab's dann wieder geschafft, weiterzufahren. War dann sehr gut, war sehr aufregend, aber das Auto habe ich trotzdem geliebt. Leider war nur irgendwann, also die Reparatur hätte dann nochmal 1,6 gekostet und dann stehst du da und denkst dir so, das ist das Auto jetzt leider nicht mehr wert. Mhm. Ja, sad. Ja, das hätte ich gerne heute noch und vielleicht irgendwann. Also ich muss sagen, ich habe ja, das ist ja so, ich muss zu meiner Verteidigung, ich kompensiere ja durch öffentliche Verkehrsmittel und sehr viel Fahrradfahren, aber ich habe halt meinen Hang zu US-Muscle-Cars, den ich auch nicht überwinde. Ich weiß, es ist absolut unvernünftig, es ist mir auch absolut klar, aber trotzdem, das ist mein Ding, das ist meine Freizeit, das ist mein Auto und deshalb fahre ich halt auch einen Dodge und deshalb meine Traumautos sind tatsächlich, wenn ich zwei Autos besitzen würde in meinem Leben und ich dürfte mir nie wieder andere Autos kaufen, dann wären das ein alter Ford Bronco, ein richtig schön kastiger, großer, alter Ford Bronco, und den würde ich Earl nennen. Und es wäre auf jeden Fall mein absolutes Traumauto auf dieser Welt. Es wäre ein Chevrolet Chevelle SS, Baujahr 1967. Das wäre mein absoluter, Traumwagen. Ja. Wenn ihr, was für ein Traumwagen, weil wir gerade da sind, wenn ihr einmal die Gelegenheit hättet, ein bestimmtes Auto zu fahren, jetzt nicht zu besitzen, sondern einmal mit einem bestimmten Auto zu fahren, welches wäre das? Egal was. Ich würde gerne einmal diesen Rally Dakar VW Touareg von Red Bull fahren. Okay, der hat wahrscheinlich richtig, unfassbar PS, ne? Damit mal richtig über die Dünen peitschen mit Springen und allem, was dazugehört. Das fällt mir auch gerade so ein. Tatsächlich wäre es irgendwie so ein Sandbuggy. Ja. Ja. Also so, aber einen sicheren, also wahrscheinlich genau das Gleiche, weil Geschwindigkeit habe ich, durfte ich schon mal ausprobieren in meinem Leben und da brauche ich auch nicht mehr. Also ich habe es einmal auf über 300 km/h selbst gemacht und das reicht mir auch. Das also ich habe auch festgestellt, da, ne? Ja, ich habe da wirklich kein großes Interesse, da noch weiter drüber zu kommen. Ich habe ich muss sowieso sagen, ich habe im Laufe der Zeit meines Lebens, jetzt mit 32, ich habe das Interesse am wahnsinnig Schnellfahren total verloren. Hm. Aber ich fahre immer noch gerne schnell, wenn die Chance da ist. Ja, ich auch, aber ich fahre wirklich, also 150, 160 sind für mich mehr als ausreichend. 130 ist eine schöne Geschwindigkeit, wo ich mich irgendwo einpegel. Und das ist so, weil alles andere wird mir dann entspannt es mich auch nicht mehr. Autofahren hat was mit Entspannung zu tun und alles, was dann so schnell ist, ist, finde ich, körperlich anstrengend irgendwann. Mhm. Verstehe ich, kommt aber auch immer aufs Auto an. Sorry, Olli, nur weil das, um das alles Thema gut. Dann abzuhaken. Weil es gibt ja einige Autos, die tatsächlich auf diese Geschwindigkeiten ausgelegt sind. Ja. Was bei dem Auto mit ähnlichen PS super anstrengend ist, gibt es Autos, die sind mit 200 km/h immer noch total entspannt. Ja, ich lese ja an weißt unserem. Ja. Guck mal, wir haben so ein hier unsere Familienkutsche ist ja so ein Seat Alhambra in dieser weiß ich RS-Version oder wie die heißt oder ja irgendwie diese Sportversion. Mit dem Ding kannst du mit 180, 190 durch die Gegend knallen und denkst dir, du kannst dabei noch Don't Worry Be Happy pfeifen. Ja. Wenn du das in meinem Charger machst, dann hast du halt 3, irgendwas Tonnen Stahl unterm Arsch, hast diesen 6, Liter Motor und denkst dir halt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin eine Abrissbirne, viel zu schnell auf dem Weg nach unten. Alles in der Karre über 150 fühlt sich an wie freier Fall.
Ja. Ich saß mal in einem BMW M5, war mit das einem Aufzug. Gewesen. Also es war auch so eine irgendeine Sportvariante, ganz krasses Ding, super krass. Sind wir auch über 300, also ich bin nicht gefahren, logisch, aber ich bin mitgefahren, saß vorne. Und das war für mich so, ich kann es dir gar nicht beschreiben. Also ich finde so, wenn du 220, 230, das kennt man, das ist okay. Aber ich finde, darüber fängt es wirklich an, richtig gruselig zu werden. Also ging mir einfach so. Ja, wie gesagt, ich finde es. Brauche ich nicht. Irgendwie krass. Aber das Auto, wo ich gerne mal drin sitzen würde, jetzt nicht unbedingt selber fahren, aber wo ich wirklich mal gerne vielleicht auch mitfahren würde, ist, wobei ich glaube, der hat nur einen Sitz, ist ein Volkswagen IDR, falls ihr den kennt. Das ist so ein experimentelles Auto, was Volkswagen mal gebaut hat. Komplett elektrisch. Das ist halt einfach nur insane. Also, das hat eine Beschleunigung, das klingt auch total krass. Müsst ihr euch mal geben, falls ihr mal die Gelegenheit habt, euch das anzugucken. Völlig abgefahren. Ich glaube, da mal drin zu sitzen, ist eine Erfahrung. So eine mega flache Flunder auch, ne? Der hat auch durch die Spoiler, die da dran sind, der hat wohl eine Tonne Gewicht, die ihn runterdrückt und kommt damit wohl auch super eng durch die Kurven, also klebt auf der Straße. Ich hab mal gehört, dass dass Testfahrer von dem Ding regelmäßig ohnmächtig geworden sind, als sie den getestfahren haben. Das klingt also nicht so richtig gut. Nee, eigentlich nicht, aber ist, glaube ich, eine krasse Grenzerfahrung. Würde mich mal interessieren, einfach nur so die Beschleunigung von so einem Hallo, Gerät, wir haben ein Auto gebaut. Wir müssten uns mal ein paar Jetpiloten leihen. Ja, so. Ja, das ist ja natürlich kein straßenzugelassenes Auto, aber da mal drin sitzen, finde ich spannend. Naja. Ich find's schön. Aber lass uns mal das Thema wechseln. Wir haben wahrscheinlich jetzt eh schon alle Leute, die sich nicht für Autos begeistern können, verloren. Würde ich sagen, den wenigen, die noch dran geblieben sind, den werden wir jetzt hier einfach mal noch ein weiteres Thema spendieren. Immer wenn du sagst, dass Leute abschalten aufgrund eines Themas, ist das, glaube ich, das Thema, was die Leute am meisten interessiert hat. Ja, aber nicht Autos. So. Stopp. Da sind zwei. Ich schüttel, bis eins runterfällt. Jetzt ist eins runtergefallen. Du machst doch immer so eine geile Krakenhand dabei. Naja, so die zwei Finger, die gerade am nächsten am Zettel sind, die flexen dann in dem Moment. Die gute alte Kirmesklaue ist das. Ja. Okay. Beste Hold My Beer Story. Oha. Können wir das richtig definieren? Na, Hold My Beer ist im Grunde, wenn du stehst in der Gruppe, hast eine geile Idee und sagst, halt mal kurz mein Bier, ich mach das. Und meistens sind Hold My Beer Stories Sachen, die mächtig schief gehen. Ja, das sind ja die traust du dich nicht Dinger oder die das kann ich auch Dinger oder die das kann ich besser. Genau, ach so, also es ist das alles, ja. Also es ist nicht dieses einfache Hold my beer heißt, ich muss jetzt gerade was übertrumpfen, sondern ich generell flexen will. Genau, also ich würde sagen, ja, flexen trifft's ganz gut. Ich hätte wirklich gedacht, kann ich auch, kann ich besser oder traust du dich nicht? Oh, pass auf, ich habe die offizielle Definition. Hold my beer is an expression joked about being said before an unthinking person does something dangerous or stupid. Jo, da habe ich einige. Also ohne drüber nachzudenken, was total Bescheuertes machen. Wie zum Beispiel, ey, halt mal mein Bier, ich spring gerade aus dem ersten Balkon in diese Hecke. Das ist eine klassische Hold my beer Story. Ja, und jetzt hätte ich an dieser Stelle gesagt, hold my beer. Ich hatte es, glaube ich, auch schon erwähnt. Ja, bei mir war es ja so, hold my beer. Als ich aus dem zweiten Stock in der Hecke gesprungen bin, ohne groß nachzudenken. Zweiter Stock. Ja. Jugendclub, zweiter Stock. Was sind das? Hast du da was getan? Leute Längen, sind so 5 Meter noch was vielleicht? Ist mir gut die Luft weggeblieben, weil ich so erstmal hat die Hecke, die war ja groß, hat natürlich den Sturz gut gebremst, aber du bist trotzdem dann noch so halb auf so einen Wurzelstubben da irgendwie draufgekommen. Aber es war trotzdem so ein und dann auf dem Boden liegen, schön hier, wie sagt man, Metal Fork und dann, yeah! Halleluja. Schön. Aber es war nicht, das war bei weitem, glaube ich, nicht das Dümmste, was ich gemacht habe. Nee. Meine tatsächlich dümmste Hold My Beer-Dings war, ich glaube, es gab genug, aber eine, die mir tatsächlich direkt eingefallen ist, war Baumblütenfest.
Baumblütenfest in Werder. Alles klar. Genau. Und da war es so, dass tatsächlich einfach nur ein Ausruf eines Kumpels gereicht hatte zu dem Zeitpunkt, der sagte, das sind die komischen Nazis von eben, die müssen wir uns holen. Und dann war eine, man springt in so eine Gruppe Nazis rein, allein erstmal, okay. Idee. Die war richtig dumm. Okay. Aber es hat, zum Glück, ist alles gut ausgegangen. Wie? Ich hab dann, wie ist die Absurdität, nämlich, dass die Polizei zum Glück da auch schon hinterher war und sich tierisch gefreut haben. Du musst dir das vorstellen. Ich hatte einen am Ende, ich weiß noch, wie ich einen an seinem Rucksack hatte und den wirklich so gegen den Zaun geschleudert habe. Und die Polizei kommt vorbei, klopft mir auf die Schulter und sagt, danke, und nimmt den in Gewahrsam. What? Und ich dachte so, bitte, Leute. Echt jetzt? Toll. Ja. Nice. Okay. Ich musste kein Personalien, kein gar nichts. Also anscheinend hatten die im Laufe der Zeit, die hatten wir mal ganz am Anfang getroffen, anscheinend haben die im Laufe der Zeit schon mehrere Probleme verursacht. Und aber die Idiotie einfach nur, weil ein Kumpel vorbei und meinte, die da, das sind die, und ich einfach nur hinrenne. Ja, also es war so, bam. Aber das war schon dumm, aber es ist sehr gut für mich ausgegangen. Sehr, sehr gut. Ich muss sagen, einen der widerlichsten, so einer typischen Hold-My-Beer-Story, einen der widerlichsten Stürze. Jetzt ist es endlich ein Satz, Alter. Ich war gerade nicht in der Lage, einen Satz zu bilden. Es liegt daran, dass ich heute bei dem Termin, über den ich nicht sprechen darf, im Studio, von dem ich nicht sprechen darf, schon so viel gesprochen habe. Lol, es wird immer witziger. Ja, so einer typischen Hold-My-Beer-Story habe ich einen der widerlichsten Stürze zu verdanken, die ich in meinem Leben hingelegt habe, als es hieß, Digga, Alter, du kannst nicht von dieser Laderampe beim Lidl mit dem Fahrrad runterspringen. Na, ich habe gedacht, Hold-My-Beer. Und bin mit meinem Damenfahrrad, mit dem ich da war, mich diese Laderampe runtergesprungen. War so ein, wie hoch wird die gewesen sein? 1,40 Meter? 1,60 Meter? Aber keine Federung, das Ding, oder? Natürlich nicht. Damenfahrrad, so typisch Oma-Fahrrad. Und da ist mir, es hat bei dem Aufprall, hat es den Lenker in seiner Halterung so nach unten gedreht. Ja. Oh ja. Und mir ist die linke Plastikpedale, die ist mir komplett zerbrochen, sodass ich mit dem linken Fuß und mit den Händen schön mit dem Brustkorb aufs Lenker, auf den Lenkervorbau da drauf und schön mit dem Fuß noch zack, boom, volle Hemme. Ich war jetzt, im Nachhinein war ich richtig froh, dass es ein Damenfahrrad war. Ja. Ansonsten hätte ich keine Kinder heute. Das steht mal fest. Bei dem Fahrrad. Ich habe mich so aufs Maul gehauen, Alter. Beim Fahrrad fällt mir gerade ein, und dann möchte ich gerne, dass danach Olli zwei Geschichten erzählt, weil wir ihn noch gar nicht haben zu Wort kommen lassen. Aber wir haben ein, ich nenne es mal, so ein Postfahrrad gefunden. Ja. Warte mal, du nennst es Postfahrrad oder du nennst es gefunden? Ich nenne es gefunden. Okay. Und die haben ja vorne, da wo normalerweise dieser Sack drin ist, die haben sie ja vorne und hinten so ein Stahlding, was in der Mitte so eine Stange hat. Und wir dachten, voll gut, einer fährt und einer kann vorne drin sitzen und einer kann hinten drin sitzen in dem Ding. War auch eine fantastische Idee. Ich saß vorne. Der Fahrer kam auf die fantastische Idee, dann auch Bordsteine runterzufahren, damit du fliegst so ein bisschen hoch, fliegst runter und landest halt mit deinem eigenen Gewicht und deinem direkt mit dem Steißbein auf dieser Stahlstange. Ich konnte einen Monat lang nicht mehr sitzen nach dieser Tour. Nice. Alter Falter. Das Steißbein war nämlich nicht glücklich über die Gesamtsituation. Schön so Knochenhaut, richtig so. Ich muss jetzt völlig enttäuschenderweise sagen, dass ich gar keine so spektakulären Hold-My-Beer-Stories habe, weil nichts auf dieses klassische Hold-My-Beer-Szenario passt. Also so ein Szenario, wo alle dastehen, keiner traut sich das und ich sag, halt mein Bier, ich mach das. Gibt's gar nicht. Also es ist zumindest nicht in die Richtung, in die eure Stories gehen. Es gab mal eine, da waren wir zusammen mit Freunden und da wurde ich quasi herausgefordert, einen Döner aufzuessen, der im Müll lag.
Das war so ein bisschen, Hold My Beer Story, das habe ich gebracht. Okay. Boah, ist mir schlecht. Instant. Ja, das finde ich auch jetzt gerade so ein bisschen. Also, ich finde, das toppt gerade unsere Geschichte. Was? Nee. Doch, finde ich total. Das hätte ich mir nicht getraut. Nee, ganz einfache Geschichte. Ich hab sowas schon öfters gemacht. Meistens mache ich das dann gerne, wirklich, um Leute zu schockieren, weil ich mit Ekel sowas wenig ein Problem siegt hab. Bei mir komplett über körperliche Unversehrtheit. Okay. Ja, da habe ich wenig Schwierigkeiten. Ich habe auch mal an einem Freibad, stand neben unserem Tisch so diese Ablage von dem Essen, was Leute zurückstellen. Und da stand halt ein komplett unangerührter Teller Pommes. So, und wir haben so rumgescherzelt. Ja, könnte man sich jetzt rausnehmen, essen. Habe ich halt gemacht. Kein Problem. Aber ich hätte es nicht so gemacht. Ja, das finde ich aber weniger kompliziert. Das ist weniger kompliziert, ja. Als Döner aus dem Müll, Alter. Okay. Halt der lag auf seiner Alufolie, da war nichts oben drauf. Was soll denn sein? Also, ganz ehrlich, der war voll in Ordnung. Ja, aber du weißt ja auch nicht, wer reingebissen hat. Nee, Alter. Das schockiert mich. Das schockiert mich. Aber sonst so klassische Hold My Beer Stories. Ja, aber vielleicht auch jemand anders. Überlegen. Also, wo du dabei gewesen bist, aber jemand anders das gemacht hat, das wirst du da. Also, gerade, ich meine, ihr wart auf dem Campingplatz. Ja, ich wollte gerade sagen, auf dem Campingplatz ist so viel Scheiße passiert. Das war alles kollektiv. Das war nicht einer, der irgendwas Dummes gemacht hat, sondern das war immer in einer Gruppe wurde was Dummes gemacht. Naja, aber ihr könnt ja auch als Gruppe sagen, hold our beers. Hold our beers. Hold our beers. Ja, hold our beers, definitiv dumme Idee. Hold our beers mäßig war, als wir zu jung waren, um uns Gras zu kaufen, aber unbedingt mal ausprobieren wollten und irgendwo im Internet gelesen haben, dass man Schilf rauchen kann. ich glaube, es ist ein Urban Myth, die jeder mal irgendwo gehört hat, oder? Das sind so Sachen, oder? Die Leute, die heute noch ihr Handy in eine Mikrowelle legen, weil sie irgendwo auf Nine Gag gesehen haben, dass man damit den Akku schnell aufladen kann. Das war vor Zeiten des Internets, muss man gestehen. Aber, ja. Aber komm, diese Urban Myth hat damals jeder mal mitbekommen, oder? Also irgendwie sowas, hey, du kannst auch grünen Tee rauchen oder so ein Scheiß. Ja, ja. Also Tee geraucht hat, glaube ich, wirklich jeder mal. Ich glaube, Tee geraucht hat wirklich jeder mal. Genau, wir haben halt beides ausprobiert. Und beim Kamilletee war es halt so gewesen, dass ich aufgrund meiner Vorbelastung der Lunge halt daran wirklich fast krepiert bin. Und mein Bruder und mein bester Freund noch losgesprintet sind, um mir mein Asthma-Spray zu holen, weil ich da wirklich fast abgeklappt bin dadurch, weil wir halt Kamilletee uns in eine Tüte reingepackt haben. Völlig bescheuert. Ich weiß, wie alt waren wir? 11 oder so. Bitte nicht nachmachen. Ich kann euch auf jeden Fall versichern, es hat keine berauschende Wirkung. Außer ich war der Einzige, der so ein bisschen den Rausch hatte, weil ich fast erstickt bin. Aber das könnt ihr auch einfacher haben. Sehr schön. Oh, wow, okay. Zur Erklärung für alle, die nur zuhören. Paul und Flo halten seltsame, sehr gruselige Buddha-Figuren in die Kamera. Warte, ich mache mit. Ich habe zwar keine Buddha-Figur, aber ich habe das hier. Ich hoffe, das ist genauso cool. Weißt du, wer das war? Das war PBB. Das wer? Ist der sogenannte PBB. Das ist der sogenannte Podcast-Beende-Buddha. Der Podcast-Beende-Buddha sagt, der Podcast ist hiermit beendet. So ist es. Wir sind mal wieder absolut pünktlich. Und ich muss sagen, mit dieser bierhaltenden Enttäuschung schließen wir wirklich 4 Themen geschafft. Das würde ja heißen, ich habe vorhin exakt die 4 Themen vorausgesagt. Richtig gut angekündigt. Also 4 Papierröllchen habe ich weggeschmissen. Nice, Alter. Nice. Freunde, da kann man nur noch mal sagen, installiert euch bitte alle die Corona-Warn-App der Bundesregierung. Die tut nicht weh, die spioniert euch nicht aus. Der komplette Code ist einsehbar im Internet. Hat noch keiner was Böses gefunden. Auf ihr GitHub helft damit wirklich weiter. Bemerkt. Auf GitHub, genau. Es hilft. Ja, es hilft. Es kann helfen. Und selbst wenn es nicht hilft, schadet es nicht. Bringen wir es mal auf den Punkt. Sagen wir es mal so, wie es ist. Genau. Und weil ich heute noch mal so viele. Die Corona-App ist die Maske unter den Apps, Alter. Genau. Ich wollte gerade sagen, weil ich heute noch mal beim Einkaufen im Center so viele Menschen gesehen habe, die sich ihre scheiß Maske nicht über die Nase ziehen, zieht euch eure verkackte Maske über die Nase, Leute. Sonst könnt ihr sie auch gleich weglassen. Man könnte auch sagen, zieht euch eure Maske über eure verkackte Nase. Ja. So. Ja. Ich gebe auch übrigens immer noch, Olli, deine Geschichte zum Besten mit dem Typen, der extra zum Husten in der Bahn seine Maske abgenommen hat. Absolut fantastisch. Der steht an der Tür, will aussteigen. Und dann nimmt er sich die Maske ab, hustet in die Hand und setzt sich die Maske wieder auf. Und ich denke so,
du bist ein ganz großes Brain, mein, also wirklich. Jetzt könnte man natürlich, ne, wenn man das, wenn man sich das überlegt, der Typ nimmt sich die Maske ab, hustet sich extra in die Hand, setzt sie sich dann wieder auf. Ist das schon Anschlagsplanung? Das ist eine gute Frage. Ist das schon Anschlagsplanung, frage ich euch da draußen. Ja, denkt mal drüber nach. Könntest du ihn identifizieren, Olli? Nee, er hat eine Maske aufgehabt. Beschreiben Sie den Mann. Also er hatte aber eine Maske auf. Er hat doch die Maske abgenommen, hast du gesagt. Alter, du musst nur einmal anfangen. Ich mach sofort mit. Was für ein Scheiß. Haben wir noch Masken? Nein. Keine mehr. Keine Masken. Okay. Sehr schön. Okay. Ey, der trägt da keine Maske. Ist voll ein Otto geworden. Aber jetzt wisst ihr auch, warum die Sprechstunde euer Lieblingspodcast ist. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. So sieht's aus. Wir freuen uns drauf, euch auch am Wochenende wieder begrüßen zu dürfen. Euch wieder verwöhnen zu dürfen. Eure Sinne und eure intellektuelle Vielfalt zu erweitern. Beziehungsweise sie einfach mit Vorschlaghammer einzureißen. Genau. Und wenn ihr Themen für den Themenschädel oder unseren wunderbaren Skyrim-Themenkoffer, der übrigens nicht gesponsert ist, ich hatte das Ding einfach rumstehen. Oh, ich hab dann noch eins. Schreibt uns das gerne ins. Kannst du bitte sofort reinschmeißen, bevor wir es vergessen? Urban Legends in Klammern Schule? Oh ja, oh, das ist gut. Oder in Klammern Schulzeit? Gutes Thema. Mach ich. Ich schreibe es hier auf den Zettel auf und schneide es dann gleich aus. Wenn ihr Themen habt, wie gesagt, schaut mal unser Reddit auf reddit.com/r/Sprechstunde. Sehr schön. Und da gibt es einen angepinnten Thread für den Themenschädel. Bitte postet eure Themen da rein. Wenn ihr sie einfach so ins Reddit postet, dann lösche ich sie und weise euch darauf hin, dass ihr sie bitte in den angepinnten Thread reinschreibt. Danke. Genau. Das muss ein bisschen sie dürfen auch sehr kurz sein. Umso kürzer sie formuliert sind, umso mehr Spielraum haben wir darüber zu reden. Man sieht es am Beispiel auch, Socken. Ein Wort ist eigentlich perfekt. Genau, kommt mit absurden Themen. Ihr könnt auch sagen, linke Taste auf der Fernbedienung. Können wir wahrscheinlich auch drüber reden. Rasendünger. Ja, und es können auch gerne mehrere sein. Also tatsächlich, ihr müsst euch nicht auf eins beschränken. Bitte, einer muss das Thema Fernbedienung reinschreiben. Ja, ich habe nämlich eine unfassbar lustige Geschichte, die auch ein bisschen ekelhaft ist, aber auch unfassbar lustig zum Thema Fernbedienung. Ich habe eine sehr traurige Geschichte. Aber auch ich habe auch komische Geschichten zu Fernbedienung. Auch die ist komische, traurige und ekelhafte Fernbedienungen und generell Fernbedienungsgeschichten beim nächsten Mal. Wenn es heißt Sprechstundenalarm, euer Lieblingspodcast ist wieder online. Sprechstundenalarm! Alarm! So. Kennt ihr das Lied noch von früher? Partyalarm! Und ja, klar. Ab geht's. Ich sag nur Fruchtalarm! Ja, kommen die nicht einfach in den Becher? Nein, Mixer! Oh Gott. Laufen übrigens noch. Ja, ist gut. Ja, jetzt nicht mehr. Tschüss. Tschüss.